Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar werde ich euch FIFA 16 Ultimate Team zeigen. Jetzt in diesem Video. Ich werde euch einfach mal mein Squad, mit dem ich so gerade spiele, vorstellen. So, das wäre in der 4-3-3-2 Formation. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass ich mal mit dem Team spiele. Dann nehme ich auch schon, ja, also als Torwart kann man jeden Torwart aus der Premier League nehmen. Ich habe also noch den Leihspieler Kurtis, ich kann mir auch einen anderen kaufen, ich könnte mir den auch kaufen, wenn er mir noch gefällt, das eine Spiel. Ich kann auch den nehmen, aber ich nehme einfach mal ihn. Das sieht gut aus. So, dann schauen wir mal auf der rechten Innenverteidigerposition. Da haben wir einen ganz netten Spieler, und zwar Otamendi. Finde ich, spielt richtig gut, also den Kerl mag ich. Dann, damit die sich gut verdecken, habe ich Zabaleta und Otamendi nebeneinander gestellt. Ist eigentlich ziemlich gut. Auf der linken Innenverteidigerposition haben wir dann einen nicht ganz so guter Spieler, und zwar ihn hier. Da kann aber leider keinen anderen Spieler machen, außer man will halt nicht volle Chemie. Denn wenn man versucht, einen anderen Spieler dahin zu packen, dann klappt es mit dem ZDM nicht mehr, weil er eben auch Spanier ist. Und dann gehen wir schon mal auf den ZDM. Das ist Iturraspe. Geht eigentlich, zu dem habe ich noch keine direkte Meinung. Dann gehen wir schon mal auf diese Position. Warte. Hier Bena. Auch egal. Das wollen wir einmal durch. So, und dann nehmen wir hier halt Benat. Und dann tausche ich den hier Gündogan. Gündogan packen wir hier hin. Die beiden liegen auch perfekt. Haben aber beide noch nicht volle Chemie. Also 9 ist ja eigentlich schon volle Chemie. Ja, so würde ich mal sagen, machen wir mit Stürme weiter. Da packen wir hier Aubameyang hin. Finde ich richtig geil, Aubameyang. Also, der geht ab. Müsst ihr euch unbedingt kaufen. Ja, dann nehmen natürlich Reus. Wir kommen auch alle drei hier links auf volle Chemie. So, dann schauen wir mal rechts. Die Karte sieht einfach richtig geil aus. Susaita. Ja. Dann haben wir noch ein Man of the Match drin. Ich weiß gerade nicht genau, wie es kostet. Also ich spiele auf dem PC halt mit Controller. Ich weiß nicht genau, wie viel das Team kostet. Das werde ich euch dann aber in die Videobeschreibung schreiben. So, da müssen wir noch den Manager schauen. Nehmen wir mal den aus der BBVA, damit die hier drüben alle volle Chemie kriegen. Hätten wir auch einen aus der Premier League nehmen können, damit die Verteidigung... Ja, das ist besser Premier League, damit die Verteidigung mehr kriegt. Nein, nicht Verträge. Ich bin auch echt schlau. Manager tauschen wollte ich machen. Dann nehmen wir mal den. Manager Objekt. Manager Liga. Manager Dritte. Okay, dann müssen wir den Bundesliga-Manager nehmen. Schade. Den anderen habe ich gerade auf die Transferliste getan. Nicht mein Verein. Hier, Transfer und holen. Schnell runter. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob euch das gefällt, das Squad, ob ihr es euch nachbauen würdet. Ja, also ich finde es auf jeden Fall richtig geil. Ich zeige euch nochmal die Werte von Aubameyang. 3 Sterne Skills, 3 Sterne schwacher Fuß, ist eigentlich ganz in Ordnung. Ich habe ihn halt gekauft durch sein Tempo, der geht da schon ziemlich ab. 10 Torbeteiligungen in 6 Spielen, das lag auch daran, dass ich Singleplayer gespielt habe und da mal Gegner zu leicht war. Ja, das sieht auch gut aus bei Reus. 12 Spiele, 15 Tore, 3 Vorlagen.
Und dieser Edgar, ein Spiel, zwei Tore, ist auch, denke ich mal, ganz in Ordnung. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass ich mit dem Team ein Spiel mache, also ich zeige. Schreibt in die Kommentare, wenn ich euch ein anderes Squad machen soll von meiner zweiten Mannschaft, die ich momentan spiele. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.